Moin Leute, was geht? Erstmal hier richtig hinsitzen. So, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 3. Wir spielen heute Call of Duty Modern Warfare 3. Ich packe heute die MP5 ein, die SMAW, Splitter, Blendgranate, Fingerfertigkeit Pro, Visier Pro und natürlich noch den Stalker. Und denk mal, legen wir gleich mal los hier. Werden wir mal groß hier. Ja, Kühler ist auch schon online hier, 251, perfekt. Ja. Oh. So, ich habe hier rechts unten, das seht ihr ja, da ist eine kleine gelbe Kiste. Das ist eine, ja, eine Bombe, ein Sprengsatz und den muss ich jetzt zu Ziel B bringen. Oh, ist ja eigentlich relativ einfach. Ja, wenn da nicht die gegnerischen Feinde wären, die ja überall versteckt sind auf der Map, was euch vielleicht bei der Map auffällt, ist natürlich, dass die Map natürlich auch viel Schattenseiten hat. Das ist natürlich gewollt. Da können sich die Gegner relativ gut verstecken. So, jetzt kann man natürlich beim Fernseher den Fernseher auf ganz hell stellen. Dann hat man natürlich einen gegnerischen Vorteil. Aber, nun ja, ob man dann auch besser zockt, ist natürlich eine andere Frage. So, guckt euch das an, wie die Leute mich einfach hier wegfetzen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich glaube, die Brücke, die kann man nicht mehr so leicht reparieren. Hier, schaut euch das mal an. Hier, diese Bombe fliegt nach unten. Und das ist eine Streumunition. Und die ballert alles weg, was im Weg ist. Ja, fast alles. Wegen dem sieht es hier auch so aus. Meine Fresse. So. Schon wieder ausgeschaltet hier von einem Helikopter. Das schauen wir uns auch nochmal hier im Intro an. Oh. Das sah ganz, ganz gefährlich aus. Großkalibrige Munition. Das ist ja wie in Afghanistan. Vielleicht habt ihr dieses Video gesehen von den Amerikanern. Habt ihr nicht gesehen? Also das Video ist doch schon sehr lange online. Und zwar geht es um den Beschuss von Zivilisten in Afghanistan. Oder Irak war es? Ich weiß gerade nicht mehr. Sicher bin ich mir nicht. Aber ihr glaubt, ihr habt alle das Video gesehen da, wo amerikanische Soldaten auf Zivilisten schießen. Und zwar folgendes. Ich finde das richtig krank, was die USA da gemacht hat. Und was ich noch sagen will, dass ja die Soldaten, die in Afghanistan waren, als Helden gefeiert werden in den USA, also als richtige Helden. Und da frage ich mich manchmal, wenn man Menschen umbringt in einem anderen Land, Leute abschlachtet auf brutalste Art und Weise, Leute vergewaltigt und noch mehr, ob das wirklich dann ein Held ist, dieser Soldat? Also ich glaube nicht. Krieg ist niemals eine Lösung, weißt du? Wenn man Hass hat und dann gegen Hass drauf geht, also ich glaube, das ist nicht gut. Es war ja 2001, da gab es ja diese Terroranschläge in den USA und wollte mal wissen, wie viele Leute da gestorben sind. Das ist natürlich eine ganze Menge. 1 Million Zivilisten. Das ist natürlich schon krass, aber die Schuld liegt ja nicht nur bei den Soldaten, sondern natürlich auch die Hauptverantwortung in der Politik der Vereinigten Staaten von Amerika. Besser gesagt, die ganzen Präsidenten, nicht nur George Bush, war schuld. Ich glaube nicht, dass George Bush entschieden hat, wir greifen jetzt den Irak an. Das waren Hintermänner. Sogenannte Marionetten, besser gesagt Marionetten. George Bush ist eher eine Marionette, würde ich sagen. Der sagt, was die Hintermänner sagen. Das sind Leute aus dem Militär, Leute, die sehr rassistisch eingestellt sind. Und das ist natürlich absolut psychisch krank, Leute. So, was haltet ihr denn von den USA, von den Präsidenten, vom Irakkrieg, von diesem einen Video da, von WikiLeaks da, wo Leute da einfach abgeballert werden? Ich glaube, ihr kennt das alle. Schreibt doch einfach mal eure Kommentare nach unten in die Kommentarliste. Jo, das war's eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom. See you later, Alligator. Ciao und bis zum nächsten Mal. Und ich verabschiede mich mit einem coolen Schuss. Baff! Oh, das war's dann schon wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom. See you later, Alligator. Ciao.
flimmert ein bisschen.